Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, heute nehme ich nur Champs auf. Heute sind die Melinda Eishört dabei, die Jenny Zebrahaven und die Stephanie Mightert. Ja, viel Glück und viel Spaß an euch. Danke, dass ihr heute dabei seid, aber leider nicht in derselben Gruppe. Oh, die Stephanie ist noch nicht mit mir in derselben Gruppe. Schade, schade, schade. Oh, sind nicht in selber Gruppe. Schade. Schade. Naja, egal jetzt. Ja, ich habe wieder Midnight Blaze gesattelt. Diesmal habe ich, wie beim Pony Championat, wie beim Pony Champ, habe ich wieder diesen Hut hier, den Dressurhut. 3 plus 2 plus 4 plus 8 hat er. Ich komme wirklich gut mit ihm klar. Mir kommt so vor, als würde ich besser als mit dem hier mit klarkommen. Das ist natürlich bei jedem anders, aber mir ist auf jeden Fall so. Und ja, ich bin jetzt total gespannt, wie ich durchkomme. Eigentlich wollte ich das Video als Musikvideo machen, aber als dann jetzt die Leute kamen, dachte ich mir, ich will sie ja begrüßen, ich möchte ja sagen Hallöchen, die und die sind dabei. Und deshalb habe ich lieber einfach doch mal mit Stimme gemacht. Ja. So, es beginnt und los geht's. Ich mag das Championat, das ist einer, tatsächlich einer meiner Lieblingschamps. Wieso, weiß ich auch nicht genau, aber ich mag das einfach, das Champ. So. Ja, ich habe irgendwie schon alle Medaillen, glaube ich. Ich weiß nicht. Bestimmt habe ich meistens die ersten, habe ich. Ja. Ich lasse mich immer so stressen von den anderen, die so hinter mir sind. Das nervt so. Die sind immer so vorm Köpfchen und das nervt mich irgendwie. Ah, egal. So. Ja, hier unten lasse ich mich immer irgendwie wieder überholen. So. Hier kürzen die drei vor mir ganz schön ab, muss ich sagen. So, hier bleiben die meisten hängen, ich auch. Muss ich sagen, mal wieder. Komm schon. Ja, geschafft. Ui. Das war aber gerade echt knapp. Ui, da ist jemand stecken geblieben. Ui. Dritter Platz momentan. Die Bambi ist aber schön. Ach, die ist zweite. Ich dachte schon, jemand ist mir an den Fersen. In den Fersen, hinter den Fersen, wie auch immer. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich hoffe, ich bleibe so platziert, wie ich jetzt bin. Wie ich mich kenne, werde ich jetzt noch einen Fehler machen, weil ich weiß, dass jemand ganz genau hinter mir irgendwo ist. Natürlich, das ist so. Das ist klar, aber ich hoffe, ich habe einfach jetzt Glück. Ja, ich hatte ja schon mal das Pony Champ gewonnen. Ich wurde Dritte. Da habe ich aber auch leider alle Schleifen schon. Überall, wo ich dann gewinne, habe ich schon alle Schleifen, weil ich halt da irgendwie so gut bin, nenne ich es mal so. Das ist immer so schade. Puh, jetzt haben wir wirklich gut abgekürzt, sag ich mal so. So, hier springen wir einmal. So, eigentlich springe ich da nicht aus, weil so knapp. Ja, das Befehl bringt mir wirklich sehr, sehr viel, muss ich sagen. Ihr seht, wie gut ich um die Kurve jetzt komme. Früher bin ich nie so gut um die Kurve gekommen. So, ui, Samantha ist echt sehr, sehr schnell. Was hat die dem Pferd gegeben? Die hat auch einen Quatsch, aber wie schnell ist die überhaupt? Das ist ja, wow. So, Christina, jetzt ist es wirklich ganz hart. Jetzt darfst du gar keinen Fehler mehr machen, Chris. Chris, du wirst mich jetzt verarschen. Du wirst mich jetzt verarschen, Christina, oder? Ich glaube, ich spinne. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Ey, ich flippe jetzt aus. Ich flippe einfach aus. Ich kann es einfach nicht glauben. Leute, was ist das? Wenn ich mir genau hinsehe, wenn ich mir sage, ja, also muss ich gut sein, dann mache ich was falsch. Ich flippe einfach jetzt auf. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich werde so schön zweit, ich werde so schön zweite. So ist es jetzt einfach. Herzlichen Glückwunsch an alle. An Platz 18 Alina Wolfroad, an Platz 17 Ashley Eagley, sorry. Lea Bravel, Lola Brave Blaked, Celine Greenleg, Astrid Kendall Girl, Annie Waterbaker, Anastasia Sampa und die letzten
10. Dann, reihe ich mich ein als 10. Dann die Tilda Longpie, die Tiffany Hargarden, die Amanda Goldright, Amelie Kittenwood, die Moniquay Sharkwatcher. Auf Platz 4 Mira Ketam und auf Platz 3, 2 und 1 sind die Ada Greenbright. Auf Platz 2 die Bambi Waterside und ganz herzlichen Glückwunsch an die Samantha Seastorm. Du hast dich wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Hast du wirklich sehr gut gemacht. Ihr alle habt es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt nochmal meine Belohnung mit euch gemeinsam abholen. Also, das ist wirklich gerade total der Fail gewesen. Erstmal lief so alles gut. Wow, also Hammer. Aber Midnight Blaze, eine gute Nachricht für dich, mein Hübscher. Also mein Pferd heißt Midnight Blaze, ne? Eine gute Nachricht für dich, mein Hübscher. Du wirst im Stall bleiben. Ich werde dich nie wieder wegtun. Und wenn ich das nächste Mal ein Pferd kaufe, wie ich ja auch angekündigt habe, ihr seid ja gefragt gewesen, dann werde ich auf jeden Fall... Oh, die Melanie ist weggegangen. Naja. Dann werde ich auf jeden Fall... Cherrymint wegschicken leider, weil Cherrymint wirklich langsamer ist als mein lieber Midnight Blaze. Gut, also ich empfehle wirklich nur dieses Set, was ich gerade anhab, wirklich weiter. Ich zeige es euch mal hier so, so sieht es aus. Das meiste in der Mall gekauft, das Shirt habe ich zu einer Quest gekriegt, die Hose gibt es einzeln zu kaufen. Die Stiefel auch, aber dazu habe ich noch ein extra Video gemacht, Leute. Also sucht einfach auf meinem Kanal, das war einer der letzten Videos, mein Jump Outfit. Und den Helm, wirklich, den werde ich jetzt erstmal die ganze Zeit benutzen. Er ist besser als dieser Helm, finde ich. Gut, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ne? Und ja, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.